Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Guild Wars. Und viele hätten ja gedacht, es gibt keins mehr. Bis jetzt überlege ich noch, aber ich denke, zumindest einige Let's Plays hiervon wird es schon geben. Noch geben. Immer noch geben. Naja, egal. Es wird auf jeden Fall nicht so plötzlich aufhören, wie viele vielleicht gedacht haben. Es ist noch mehr Interesse an dem Let's Play, als ich gedacht hätte. Der neueste Part, den ich ja hochgeladen habe, der war dann ja ziemlich schnell bei, ja, 50 Klicks, was eigentlich schon ganz gut für meine Verhältnisse ist. Zumindest für die Let's Play-Verhältnisse. Daher denke ich... Oh. Was? Oh, wo kommst du denn her? Ja Gott, wie lange bin ich hier eingekerkert? Okay. Und so als... Wie nenne ich es mal? So als nochmal... Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann heute nochmal geplant, so ein paar Parts aufzunehmen, die dann mal richtig wieder das sind, wofür meine Let's Plays endlich bekannt waren. Oder bekannt sein sollten, oder wofür ich mir wünsche, dass sie bekannt sind. Oh, ich bin doch gar nicht reingelaufen. Ich wollte doch gar nicht entschärfen. Ich stand noch Kilometer weit daneben. Nämlich off-topic. Eigentlich sollte meine Let's Plays auch dafür bekannt sein, dass, viele Leute das mitbestimmen können, aber irgendwie wollen die Leute nichts mitbestimmen, wie es aussieht. Ich frage immer wieder, was gemacht werden soll, aber irgendwie meldet sich dann keiner. Schade irgendwie, aber was soll's. Nee, hier bin ich, glaube ich, falsch. Unsere Pläne für die nächsten paar Parts werden sein, wir wollen dann langsam mal so Level 30 werden, um uns zu diesem einen schönen Gebiet begeben. Mach, gibt recht. Ich weiß nicht, wie das Gebiet heißt. Ist es Falkenring? Hieß es Falkenring? Das ist hier unten. Ziemlich weit am Arsch der Welt. Das ist hier. 30 bis 40. Das ist die Hauptstadt, diese Falkenring-Dingens hier. Die kann man hier so schön sehen. Da hat man eigentlich viel Spaß. Das ist ein tolles Questgebiet. Das habe ich schon mit meinem Magier gemacht. Und eigentlich wollte ich ja Quests, Gebiete vermeiden, die ich mit Magier gemacht habe. Allerdings meinten... alle, die ich gefragt habe, dass alle anderen Level 30er Questgebiete nicht so der Hammer wären. Und deshalb dachte ich mir, was soll's, dann machen wir halt das nochmal. Das war eigentlich ein sehr cooles Questgebiet, was ich auch gerne gemacht habe. Wo es ein cooles Jumping Puzzle gibt, wo ich 3000 Mal gestorben bin, bis ich endlich geschafft habe. Was ich übrigens selbst gefunden habe. Ich bin immer wieder stolz darauf, wenn ich Sachen in Guild Wars selbst finde und mich nicht spoilern lasse. In letzter Zeit spiele ich aber so gut wie gar kein Guild Wars mehr. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit, leider. Das liegt auch meinem Studium. Ich habe eigentlich... So viel studiert man eigentlich gar nicht, wenn man studiert. Ich bin zumindest nicht im ersten Semester. Das Tolle ist, heute zum Beispiel hätte ich wieder erst um 12 Uhr Schule. Das ist, hört sich eigentlich immer ganz nett an. Problem ist dann allerdings, dass man trotzdem die, weiß ich, vier, sechs Stunden am Tag hat. Das heißt, ich war dann heute mal wieder so bis 5:30 in der Uni. Was auch irgendwie blöd ist. Das sorgt zwar dafür, dass man nicht irgendwie gestresst ist, man halt lange ausschlafen kann, aber im Endeffekt hat man doch weniger Zeit, weil ich werde mich ganz bestimmt nicht vor 12 Uhr aus dem Bett begeben, oder besser gesagt vor 11 Uhr, um noch Let's Plays aufzunehmen. Die Zeit schlafe ich dann doch lieber aus. Was im Endeffekt heißt, ich habe dann doch weniger Zeit als zur Schulzeit, obwohl ich verglichen wahrscheinlich sogar weniger Schule habe. Naja, das auf jeden Fall mal dazu. Okay, da ist noch so ein schöner Vista, den wir uns holen. Wie kann man nochmal dahin? Ach, Wespen, Kacke. Sind die auch nur so stark. Naja, wir haben ja so einen schönen tankigen Rattenbär. Ja, da kommt eine zweite Wespe, die willst du also wissen. Auch und noch eine Wespe, okay. Jetzt wird's krank. Ich bin schnell wie der Wind. Dann hauen wir mal alles raus, was wir so haben, was ich mir wieder aufspare für die harten Zeiten. So, da wird der Bär nochmal geheilt. Und dann dürfte das auch gewesen sein jetzt mit den paar Wespen hier. Also wie ich schon mal gesagt habe, ich finde, wie auch in World of Warcraft ist der Waldläufer hier einfach mal... Habe ich das schon gezähmt? Ja, ich scheint so. Sonst könnte ich es nämlich noch zähmen. Ich habe mir sogar Themen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie das kommt. Aber ich bin jemand, nachts ist meine kreative Phase. Tagsüber ist es eher so, dass ich nur funktioniere und, ja, vor mich hinarbeite.
während ich eher so ein Nachtmensch bin. Die Nachteile daran sind allerdings, liegen auf der Hand, ich kann nachts einfach nicht schlafen. Wie kommt man nochmal da hoch? Ah, ich weiß wie. Ich lieg nachts manchmal richtig lange wach und überlege und philosophiere über jeden möglichen Scheiß. Und inzwischen habe ich mir angewöhnt, teilweise die Sachen sogar aufzuschreiben, was dazu führt, dass ich viel, viel mehr Let's Play-Gesprächsstoff habe und das dann auch mit euch teilen kann. Ja, ist natürlich schon mal was. Außerdem denke ich, wird dann meine kreative Seite etwas mehr gefördert. Zumindest hoffe ich das. Kraft, kritischer Schaden, naja, ist immer nett. Und dieses Thema habe ich mir aufgeschrieben. Fangen wir mal mit einem Thema an. Eins habe ich schon angesprochen in meinem Skyrim Let's Play. Das war nämlich das mit EA und Geld geil. Was ich jetzt ansprechen könnte, genau. In der 11. und 12. Klasse. Ich glaube in der 13. gar nicht mehr. Ich meine nicht. In der 11. und 12. Klasse hatte ich noch Philosophieunterricht. Eine meiner Lieblingsfächer in der Schule. Und was macht man im Philosophieunterricht? Natürlich nicht das, was viele denken. Man philosophiert nicht den ganzen Tag, leider nicht. Viel wird auch recherchiert und es ähnelt manchmal auch sehr dem Deutschunterricht. Man guckt sich einfach an, was andere schlaue Menschen geschrieben haben. Liest viel Literatur. Ach, leck mich doch. Kommt man denn nochmal irgendwie anders da hoch? Nee, von hinten auch nicht wirklich. Ich laufe mal rum. Auf jeden Fall war die erste Stunde irgendwie, was war nochmal? Auf jeden Fall wurde irgendeine Frage gestellt. Und ich glaube, die Frage war auch irgendwie, was sind wir oder was macht Menschen aus oder irgendwie sowas in der Art, halt sowas typisch Philosophisches, was man irgendwie nur in der ersten Stunde bespricht oder dann mit teilweise ziemlich stumpfe Literatur gebüffelt. Was ich aber sagen wollte, genau. Irgendwie kam dann das Thema auf, dass unsere Welt eventuell tatsächlich nur ein Computerspiel irgendeines anderen Typs ist, das simuliert wird, was natürlich auch realistisch ist in gewisser Weise. Ich meine, jeder von euch kennt The Matrix oder hat schon mal The Sims gespielt. Und was zur Hölle spricht eigentlich dagegen, dass wir selbst nicht einfach nur Sims sind, die von irgendeinem Typen gesteuert werden und vor uns hinleben und eigentlich nur Simulationen sind. Damit wäre zumindest schon mal die Frage der Entstehung des Universums geklärt, ne? So, und auf jeden Fall hatten wir auch Mädchen im Kurs, die das überhaupt nicht fassen konnten. Die haben das für völlig blöd abgetan. Was ich schon mal... Mann, jetzt geh doch da hoch, du dämliche Bitch! Die haben das für völlig abwegig angetan, als wäre das niemals möglich. Also als wäre das schon gar dämlich, was man da denkt. Also so, die haben es schon fast ins Lächerliche gezogen. Ich finde, so ein Verhalten ist immer relativ schrecklich. Ach, weil wie zur Hölle soll man denn da hochkommen? Ich laufe wahrscheinlich gerade wörtlich gegen die Wand. Brett vorm Kopf oder so. Also da haben wir schon versucht, so hochzukommen, oder? Das funktioniert nicht. Vielleicht mal hier so. Okay, das geht nicht. Vielleicht kann ich da hinspringen, so, um die Ecke. Nein! Ach, lassen wir den Scheißpunkt. Gut, also, wie gesagt, vielleicht sind wir alle nur ein Computerspiel, irgendeines Nerds. Oder eines Let's Players vielleicht sogar. Weltraum-Let's Play. Komm jetzt hier, pack das alles weg. Och, schon wieder zwei Wespen. Mein Name ist Tier. Na, perfekt, habe ich schon die paar guten Waffen dafür. Machen wir nochmal den hier. Und dann greifen wir nochmal so an. Mein armes Radikal stirbt wahrscheinlich gleich. Armes Viech. Naja, ich glaube, es überlebt sogar. Scheint so. Und was, wie gesagt, was spricht auch dagegen, das weiß ich nicht, wenn ein entfernter Verwandter stirbt, dass nicht einfach nur irgendjemand sich gedacht hat, ach, entferne mal die Leiter vom Swimmingpool. Aus Spaß. eins der besten Sachen in Sims, finde ich, bis heute. Und ich finde es auch schön, dass es auch noch so konsequent weitergeführt wird. Also wer es nicht weiß, in Sims 3 habe ich Let's Play von geguckt, habe es nicht selbst gespielt.
Auf jeden Fall kann man für eine Organisation spenden. In zum Steigers, glaube ich, erst. Für Ertrunkene, für die Hinterbliebenen von Ertrunkenen, die in Swimmingpool ohne Leiter gestorben sind. Also ganz lustig, finde ich toll, wenn Entwickler sowas aufgreifen. Bis heute immer noch ein Running Gag, wenn man Leuten erzählt, ja, ich weiß, ich habe meine Sims getötet, indem ich Leiter weggemacht habe. Und anderen, ja, das habe ich auch gemacht. Na egal, aber ich glaube, so langsam dürftet ihr wissen, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich dann in meinem kreativen Wahn, den ich nachts manchmal verspüre, noch über so manch andere Scheiße nachgedacht. Und ab momentan gucke ich noch LeFloid, zu dem ich gleich nochmal kommen möchte. Und er hat mal gegen eine Organisation Das habe ich verdient. gehetzt, kann ich es so nennen? Ja, aber zu Recht gehetzt. Kreuz.net, ich hoffe, die Seite gibt's nicht mehr, dürfte inzwischen gelöscht sein. Wie Eine außerordentlich angeblich befriedigend. konservativ-christliche Seite. Ich meine, wir alle kennen konservative Christen. Hexenverbrennung und so. Ich meine also die richtig Konservativen. Und diese Seite hat halt gegen Kreuzfeld hat gegen alles Mögliche gehetzt und hat alles Mögliche als Gotteslästerung und jeder war vom Satan besessen, der nicht frommgläubig und christliches, wahrscheinlich sogar Evangelen in deren Augen. Was war das denn jetzt? Ach, warum heißt das schon wieder ein junger Sumpflindwurm? Du sollst anders heißen. Oh, da kriegt er was neuen Schaden. Oh, Level 32er Hai. Ach du Scheiße. Kein Wunder, dass er so viel Schaden kriegt. Mann, das Geräusch ist aber komisch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nochmal so ein Fressrausch. Ach, lohnt sich gar nicht mehr. Okay, den benennen wir eben mal kurz nochmal anders. Ach nein, da kommt doch so ein Viech, oder? Naja, da muss der Troll sein, ja? Mein Tiergefährte ist tödlich So, nochmal den Fressrausch, den Schuss. Ja, der macht, glaube ich, Schaden, je mehr Dings zurückgelegt wurde. Naja, gut. Quaggan ist wütend. Zu wütend. Quaggan ist euch und das Ei, aus dem ihr stammt. Euer Verräter war. Ach, euer Vater war ein Kreid. Und jetzt mal so ein Tintenschuss. Perfekt. Oh, nicht gut, gar nicht gut. So, dann nochmal hier. Versuche ich so ein bisschen alle zu treffen mit dem komischen Ding. Quaggan hassen euch und das Ei, aus dem ihr stammt. Naja, auf jeden Fall kreuz.net war ich gerade. Und auf jeden Fall hat LeFloid es geschafft, die Welt, ich weiß nicht, ob er es alleine war oder ob er da der Ausschlaggebende war, aber so scheint es mir zumindest. Natürlich auch alle Leute, die was selbst dagegen getan haben. Aber was ich sagen wollte, er hat es auf jeden Fall geschafft, die Leute so darauf aufmerksam zu machen, dass die Seite heute, glaube ich, nicht mehr gibt. Und die Seite gibt's halt nicht mehr. Auf jeden Fall ist die Welt dadurch ein Stück besser. Aber worüber ich mit euch eigentlich reden wollte, sind diese arg konservativen, Bitte tut Quaggan religiösen, nicht gläubigen so Menschen. weh. Also, ich bin da eigentlich eher, naja, Durchschnittstyp, würde ich sagen. Ihr Prinzipiell seid habe ich nichts Opfer. gegen Religion. Bleibt bei mir. Aber ich finde, es gibt halt diese Religion, die es ein bisschen übertreiben. Oder, Willst du die nee, so Verbindung von nicht. Talenten? Ja, gut, die Religion gibt es Hab auch. Zum keinen Beispiel ist Punkt. Scientology so Du eine scheiß hast wieder Religion, die alles gewonnen. übertreibt. Also wer, falls einer von euch Scientologe sein sollte, Leute, deabonniert mich bitte. Mit euch möchte ich nichts am Hut haben. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte. Mal, ich komme die ganze Zeit vom Thema ab, ne? Ja, so läuft das, wenn ich dann mal im Rausch bin. Es Es gibt ist halt doch zu diese. früh für In den jeder ewigen Religion Schlaf. gibt es diese Aufstehen! Leute, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihre Religion wäre die einzig eine richtige. Dazu, das Paradebeispiel dafür sind immer diese muslimischen Extremisten. Ihr wisst, glaube ich, alle, welche ich meine, für Allah und so. Auch gegen Muslime habe ich überhaupt nichts. Ich finde, der muslimische Glauben ist gar nicht so, so Du unterschiedlich vom christlichen, Muschel! mit dem ich eigentlich am besten vertraut bin, würde ich sagen. Nee, also nicht, die Betonung war falsch, mit dem ich eigentlich am besten vertraut bin. Oh, okay. Und
Ich weiß gar nicht, warum das immer das sein muss. Dieses Gehetze gegen andere ethnische Gruppen und so. Ich finde, das hat auch nichts mit Religion zu tun. Ich finde, eine Religion ist einfach was, was man für sich selbst leben kann. Ich finde, eine gute Religion zeichnet sich dadurch aus, dass man sie einfach für sich selbst leben kann, ohne auch nur einen anderen Menschen da in gewisser Weise mit reinziehen zu müssen. Ich weiß nicht, warum muss man andere von seinem Glauben unbedingt überzeugen? Ich meine, die können ja auch glauben, was sie wollen. Und dann irgendwelche Bomben, irgendwelche Autobomben irgendwo abzulegen, um seinem Gott was Gutes zu tun. Ich meine, welcher Gott möchte denn Leid auf der Erde verbreiten? Was ist das denn für ein grausamer Gott, der andere gerne leiden sieht? Ernsthaft jetzt mal. Ich möchte doch keinen Gott anbeten, der möchte, dass ich andere Menschen für ihn töte. Was ist das denn für eine Kacke?